Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich bin immer noch an der Dinkelernte dran. Zumindest das halbe Feld habe ich vor zu ernten. Habe ich auch schon fast geschafft. Also so viel ist es gar nicht mehr. Und dann Weizen. Müssten wir fast mal gucken, ob wir nicht beim Diesel unten auch noch gleich ernten. Damit dem sein Weizen nicht hinübergeht. Muss ich mal nachfragen. Nein. Eieiei. So. Gut. Oh, was ich mir noch notieren muss, sind die 32.000, die ich an den Herrn Blaubeer bezahlt habe. Minus 32 und 39.000 für Kohle. Dass man auch die Steuern richtig bezahlen, ja. Dass uns da einer an den Karren fährt und wir dann wieder der Steuerhinterziehung bezichtigt werden, unrechtmäßig. Ich wollte Neumann noch was fragen, und zwar wie es aussieht mit dem mit der Genossenschaftsgründung, ob das jetzt durch ist oder nicht, habe ich letztes Mal vergessen. Bisschen zu schnell. Das muss ich gleich noch machen. Klingelingeling. Hallo, ist der Neumann? Jo, Volker Warune hier. Ich habe gehört, dass sie dem Herrn Jäger, also dass da irgendwas schiefgelaufen sein, weil wir hatten ja letzte Woche die Genossenschaft bei ihm beantragt. Und jetzt habe ich gehört, dass es gar nicht rechtskräftig sei, weil er das gar nicht dürfte. Genau. Das hatte ich aber auch letzte Woche Sonntag hier nochmal gesagt. Dass es jetzt erst rechtskräftig ist. Aber Sonntag war halt so 7. Also jetzt ist es, jetzt sind wir eingetragen. Muss ich nochmal mit dem Herrn Jäger genauer besprechen, aber so lange ist sie rechtskräftig. Und da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Da muss jetzt nur noch besprochen werden, weil er halt was getan hat, was er nicht darf. Na, das hat ja mit uns nichts zu tun. Ja, genau, ich will wissen, ob das jetzt eingetragen ist oder nicht. Eingetragen. Aktuell. Aktuell. Ja. Was ist denn das für eine Aussage? Aktuell, also heißt. Also wenn ich nach oben gucke, sehe ich auch gerade ein paar Wolken. Ja. Aber die gehen wieder weg. Aber wenn irgendwo was eingetragen ist auf einer Behörde, dann bleibt es da nochmal drin bis zur Löschung. Aus dir soll einer schlau werden. Gut, danke erstmal. Tschüss. Hallo. Hallo. Jo.
Also, der Neumann hat jetzt behauptet, dass es aktuell die Genossenschaft eingetragen ist. Okay. Er konnte mir nicht sagen, was dieses aktuell bedeutet. Ja. Aber sie sei aktuell eingetragen. Oh. Also dann Okay. würdet ihr aktuell auch Geld kriegen. Okay. So. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wie viel das war. Ja, pro Woche 1000. Ja, aber wie viele Wochen waren das jetzt, wo wir kein Gehalt gekriegt haben durch den Blödsinn? Ja, wir haben insgesamt jetzt seit 4 Wochen nichts bekommen. Seit 4 nichts. Ja. Aber Volker, deine Metzgerei will die Schweine komischerweise nicht akzeptieren. Ich hab dir schon bezahlt. Ja, aber die Metzgerei, die Mitarbeiter sagen, nö, ist ihm nicht. Er ist voll oder was? Nö, sind ja nur 3000 Liter drin, sind ja nur 3000 drinne. Moment. Ah, nee, warte mal, das hat man doch schon mal. Ja. Quatsch. Ja, ich ende schnell fertig, dann komme ich vorbei. Alles klar, ich warte so lange hier. Jo, wie ist der denn? Tschö. Bis dann, ne? Ciao. Warte, Geld überweise ich euch jetzt dann. Alles klar. Gut, bis dann. Jo. Jo. Na, ich dachte ja, die zwei, die sind wenigstens so nett und sagen, ach komm, fangen bei 1000 an. Aber die geiern halt auch ein bisschen nach Geld, ja? So ist es halt. Keiner kann genug haben. Haben wir diese Woche ganz schön viel Geld ausgegeben? Wir sind schon wieder fast pleite. Nach 3000 Euro immer. Was ist denn jetzt los? Merkwürdig. Das ist einfach die Lautstärke vom Spiel plötzlich auch mal auf 100% gegangen. Beziehungsweise vom PC. So. Ja, was machen wir mit dem Strom? Was haben wir denn da für einen Preis gerade? Zwanzig ist natürlich leidlich bescheiden.
So. Dann fahren wir jetzt den Dinkel. Was kriege ich für Dinkel aktuell? Da kriege ich bei allen eigentlich gut. 760. Ist jetzt zwar nicht optimal, aber schon mal gut. Nee, es lohnt sich nicht, den jetzt zu verkaufen. Ich fahre den bei mir in Silo. Und fahre dann mit dem Trecker runter zum Diesel. Klingelingeling. Ja, ein Blaubeer. Jo, Folgenummer. Servus. Ach, hi, Volker. Machst du auch Service? Ja, aber ich bin momentan unterwegs. Was hast du denn? Ich sehe gerade, mein Kipper bräuchte Service, Drescher und Schneidwerk. Okay. Ja, gucke ich, dass ich, später vorbeikommen bei dir oder willst du hochkommen? Ich würde den Drescher. Ich würde. Kann auch ich runterkommen, also wie gesagt. Nee, wenn dann wäre beim Schweinebauern, beim Diesel wäre besser. Weil da muss der Drescher auch sowieso hin. Okay. Und der Anhänger steht dann auch beim Diesel. Okay, dann komme ich da nachher hin. Gut. Okay. Bis dann mal. Danke dir, tschüss. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich denn den Drescher jetzt da so schnell rüber. Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Aber ich fahre jetzt erstmal zum Metzger und dann gucken wir mal, dass wir die Schweinchen da eingeladen bekommen. Beziehungsweise ausgeladen. Wenn die sich weigern, dann müssen wir da halt ein bisschen mit dem Stöckchen nachhelfen. Weiß nicht, weshalb der Diesel das nicht hinkriegt. Also ich würde gerne, beziehungsweise warte mal, wir müssen eigentlich überhaupt mal gucken, was unser Metzger jetzt dann auswirft. Weil das könnten wir eigentlich auch mal verkaufen, ne? Also Steaks und Würstchen.
660. Also da wäre schon ein bisschen was drin, denke ich. Was mir halt auch nicht überhaupt nicht in die Karten spielt, ist jetzt die Service-Geschichte, dass der Drescher Service braucht, der Anhänger braucht Service. Weiß nicht, was noch alles. Kuckuck. Servus. Servus. Na, wie ging denn das jetzt nochmal? Ja. Sind ja gar keine drin. Doch. Nein. Ah, jetzt. Wie viel hast du denn drin? Ah, 36. So. Gut, das warst du auch so gestanden? Ich stand überall. Okay. Ja, dann lass das jetzt erstmal so. Dann holst du die nächste Ladung, hat ja ein bisschen Zeit. Wir haben ja jetzt erstmal einiges hier drin. Richtig. Muss man ja nicht übertreiben. Nee, schon richtig. Ja, gut. Dann war das nur mal kurz, bitte. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.